das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Es sind abertausende Nachrichten aus aller Welt, die uns das Internet täglich auftischt. Aber müssen wir sie deshalb auch schlucken? Ist das immer alles wahr, was wir da lesen? Hat sich zum Beispiel Andrea Nahles jetzt tatsächlich als SPD-Kanzlerkandidatin durchgesetzt, weil sich die Männer in der Partei nicht auf einen Namen einigen konnten? Steigt noch vor Weihnachten wahrhaftig die Mineralölsteuer und damit auch der Benzinpreis um bis zu 20 Cent pro Liter? Und ist es wirklich so, dass die Rentiere in Spitzbergen wegen des Klimawandels in den letzten Jahren geschrumpft sind? So, das mit den Rentieren ist leider allzu wahr, aber die Kandidatin und die Geschichte von der Mineralölsteuererhöhung, schwieriges Wort, das ist alles ausgedacht, klingt aber doch irgendwie glaubhaft. Es sind diese sogenannten Fake News, Meldungen ohne Fakten. Nachdem sie im US-Wahlkampf bereits eine große Rolle spielten, steigt nun auch bei uns die Angst, derart frei erfundene Nachrichten könnten auch auf den Bundestagswahlkampf unguten Einfluss haben. Robin Lautenbach. Pöbeleien gegen sich im Netz, das kennt Renate Künast. Doch jetzt reichte es ihr. Auf Facebook wurde ein erfundenes Zitat von ihr verbreitet, demzufolge sie Verständnis für den Flüchtling hätte, der mutmaßlich eine Studentin in Freiburg ermordet hatte. Künast dementierte und stellte Strafanzeige. Weil wir hier ein Beispiel haben über das, was wir beim US-Wahlkampf immer diskutiert haben, dass da Nachrichten erfunden werden, Zitate erfunden werden. Und dann alle in heller Aufregung sind. So werden Meinungen manipuliert. So werden Menschen unter Druck gesetzt. Man kann das ja wahllos einsetzen. 3 Tage dauerte es, bis Facebook schließlich die Falschmeldung löschte. Künast bekommt viel Zuspruch, auch von Politikern anderer Parteien. Der CSU-Innenexperte Stefan Meyer will sogar einen neuen Straftatbestand schaffen. Diese Falschmeldungen haben ja nicht nur das Ziel, die Ehre der Opfer zu verletzen, sondern durchaus auch bewusst Stimmung zu machen, auch die Meinung der Bevölkerung auf unlautere Weise zu beeinflussen. Und dafür gibt es heute noch keinen eigenen Straftatbestand. Gezielte Falschmeldungen können hochpolitisch sein. Das zeigt schon der Fall Lisa. Das 13-jährige russlanddeutsche Mädchen behauptete vor knapp einem Jahr, sie sei von Migranten vergewaltigt worden. Es war eine erfundene Geschichte, doch in Deutschland wurde demonstriert. Tagelang berichteten die russischen Staatsmedien und der russische Außenminister Lavrov verlangte Gerechtigkeit für unser Mädchen Lisa, wie er sie nannte. Welchen Effekt will Russland mit der Verbreitung einer solchen Falschmeldung erzielen? Unbestritten ist ja, dass Deutschland eine wichtige Stellung hat innerhalb der EU und dass es auch Länder gab, die sich nicht darüber gefreut haben, dass es Sanktionen gab gegenüber Russland. Und wenn man jetzt von außen eingreifen wollte, dann kann man das natürlich über Falschmeldungen zum Beispiel machen, weil man damit Menschen verunsichert. Auf der anderen Seite vielleicht auch extremistische Seiten innerhalb der Gesellschaft stärkt. Und damit kann man natürlich Schaden anrichten. Genauso gefährlich wie Falschmeldungen sind für manche direkte Angriffe auf Daten. 2015 wurden die Server des Bundestages gehackt, von einem russischen Dienst vermuten Sicherheitsbehörden. Abgeordnete fürchten, der damalige Datenklau könnte Folgen haben. Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir Dokumente, die hier damals bei dem Cyberangriff auf den Bundestag abgeflossen sind, dass wir da Dokumente auch im Wahlkampf denn wieder sehen, dass sie veröffentlicht werden und dass so versucht wird, auch die Bundestagswahl zu beeinflussen. Viele Politiker sind jetzt aufgeschreckt, doch konkrete Pläne, wie man Cyberattacken und Falschmeldungen im Wahljahr 2017 verhindern will, gibt es noch nicht. Welch gefährliche Eigendynamik, völlig frei erfundene Meldungen entwickeln, die man für Tatsachen hält, bekamen die Mitarbeiter des Restaurants Comet in Washington zu spüren. Nachdem im US-Wahlkampf in den sozialen Medien die Nachricht auftauchte, aus eben jenem Lokal würde Hillary Clinton ein pädophiles Netzwerk betreiben, erhielten die Wirte Hassmails ohne Ende, auch Todesdrohungen waren dabei. Vor gut einer Woche stürmte dann ein Mann die Pizzeria, bedrohte einen Angestellten und schoss um sich. Natürlich gibt es diese pädophilen Zentrale nicht. Von wem aber stammen solche Fake News? Von Leuten, die offenbar nicht nur zu viel Fantasie haben, sondern offenbar auch zu wenig Vorstellung davon, was sie mit diesen Fantastereien anrichten können. Michael Mandlik. Mit einem Mal ist es weltberühmt geworden, das 50.000 Einwohnerstädtchen Veles im Zentrum Mazedoniens.
Denn von hier aus, so hieß es, sei der US-amerikanische Wahlkampf via gefälschter Internetnachrichten massiv beeinflusst worden, zugunsten Donald Trumps. Der erste Eindruck nach Silicon Valley oder High-Speed-Datentransfer sieht es nicht aus in Welles. Und auch die Geschichte vom politisch motivierten Hacker-Komplott entpuppte sich bald als äußerst dünn. Vielmehr war es eine Gruppe jugendlicher Computerfreaks, die den US-Wahlkampf als gewinnträchtige Einnahmequelle entdeckt und ihn via Internet mit frei erfundenen Geschichten bedient hat. Und das höchst erfolgreich. Die Idee kam, als wir nach Trends gesucht haben, schnelles Geld zu machen, durch Klicks auf unsere Internetseiten. Da haben wir bemerkt, dass Donald Trump sehr viele Anhänger hat, sagt einer der Jungs, die lieber unerkannt bleiben wollen. Zu Beginn hatten wir 15.000 Mitglieder, zu 100% Amerikaner, am Ende waren es 180.000 und bis zu 200 Leute, die an den Seiten gearbeitet haben. Für die Experten des Internetaufklärungsportals Mimikama ist das keine ungewöhnliche Geschichte. Denn um Politik oder politische Einflussnahme ging es auch im mazedonischen Veles am allerwenigsten. Es geht natürlich bei Nachrichten, bei Fake News um Traffic, um Verkehr. Sprich, die Menschen werden durch Themen auf die Seiten gezogen. Sie geben ihren Klick dort ab, dort wird Werbung eingeblendet. Und aufgrund dieser eingeblendeten Werbung wird natürlich Geld verdient. Viel Geld verdienen mit billigen Fake News. Auch in Welles hat das während des US-Wahlkampfs funktioniert. Über meine persönlichen Einkünfte möchte ich nichts sagen. Im Allgemeinen kam man aber auf 5.000 Euro am Tag. Wenn sie auch noch so billig gefälscht oder manipuliert sind, Fake News verfehlen ihre Wirkung nicht in der öffentlichen Meinungsbildung. Wie aber kann man sie erkennen? Man kann sich den Tenor einer Seite anschauen. Wenn dort sehr einseitig berichtet wird, wenn dort eine schwache Quellenlage vorliegt, generell teilweise gar keine Quellenlage oder ein Impressum, was undurchsichtig oder überhaupt nicht existent ist, dann muss man vorsichtig sein, wer der Dienstanbieter ist und läuft auch immer in Gefahr, dass dort eine Fake News vertrieben wird. Noch undurchschaubarer sogenannte Social Bots, automatisierte Computerprogramme, die im Internet menschliche Kommunikation imitieren und Meinungsbilder vervielfachen. Wird damit die Realität vollends verzerrt? Ich glaube, es ist eher ein indirekter Einfluss. Bots verzerren Trends und Bots führen dazu, dass eventuell eine stärkere Polarisierung in Diskussionen entsteht, dass gemäßigte Stimmen sich zurückziehen. Und was das dann wieder für Folgeeffekte auf die Gesellschaft als Ganze hat, das ist eine offene Frage, die wir einfach noch nicht beantworten können. Mit anderen Worten, Welles in Mazedonien ist kein Sonderfall, sondern nur Symbol eines neuen Ringens um das, was im Internet war oder aber gefälscht ist. Eigene Meinung und eigene Fakten. Ein Kommentar von Sonja Mikic vom Westdeutschen Rundfunk. Das steht aber so im Netz, wie oft ich das höre. Eine Enthüllung, ein Zitat, eine Statistik. Lady Gaga und Angela Merkel sind in einem Satanistenclub. Falsch. Ein Pizzaladen ist Tarnadresse für einen pädophilen Sexring von Hillary Clinton. Falsch. Ein deutscher Supermarkt wurde von Flüchtlingen leer geplündert. Falsch. Die Politik tut gut daran, sich mit Lügenkampagnen und Fake News zu befassen. Deutlich und ohne Schmu. Denn die kommenden Wahlen drehen sich nicht nur um politische Programme, sondern um die größte Herausforderung für die Demokratie selbst, das Relativieren von Wahrheit. Das Netz befeuert, dass Mumpitz mehr Aufmerksamkeit bekommt als Tatsachen. Fakten? Geschmackssache. Wahrheit? Ein Multiple-Choice-Vorgang. Das verändert doch alles. Was wäre Gegengift? Zunächst Selbstverpflichtungen der Netzgiganten, vor allem Facebook. Es darf nicht sein, dass gefälschte Nachrichten mehr Verbreitung haben als recherchierte. Für Journalisten sind Faktenchecks der neue Standard, kostet übrigens Geld. Und eine Einsicht zwischen der Behauptung, der Mond ist aus Käse, und den gesammelten Erkenntnissen der Astrophysik gibt es keine Ausgewogenheit. Außerdem mehr Netzkompetenz für alle. 100.000 Likes können auch von Robotern stammen und alles und nichts bedeuten. Skepsis ist gesund. Wer will, dass ich was glaube und warum? Hat diese Nachricht einen Absender? Kann ich eine Richtigstellung fordern? Echte Journalisten, on und offline, sind rechenschaftspflichtig. Versuchen Sie mal, sich bei einem Algorithmus zu beschweren. Wer in asozialen Medien unterwegs ist, soll unter Bullshit posten. Das ist falsch. Denn jeder hat das Grundrecht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Sonja Mikisch kommentierte.
Es ist eine einzige Nacht, die vieles verändert hat. Seitdem in der Silvesternacht in Köln und anderswo Hunderte, meist Nordafrikaner, Frauen begrapscht und beraubt haben, fielen auf Deutschlands freundliches Gesicht erste Schatten. Ist es richtig, alle, die hierher kommen, willkommen zu heißen? Wieso wird das Vertrauen so schamlos ausgenutzt? Warum wurden die Frauen nicht ausreichend von der Polizei geschützt? Wer genau waren diese Männer? Sitzen die jetzt im Gefängnis? Wenn nein, warum nicht? Und was ist, wenn so etwas wieder passiert? Fragen, auf die es bis heute, fast ein Jahr danach, noch immer nicht ausreichend Antworten gibt. In Köln zumindest will die Stadt nun mit allen Mitteln verhindern, dass die Party wieder zum Trauma wird. Gudrun Engel. Köln im Fokus. Journalisten aus aller Welt wollen wissen, wie die Stadt dieses Mal alles richtig machen will zum Jahreswechsel. Das Medieninteresse riesig. Mal wieder. Und dann die Silvesternacht, ja, das war ein riesiger Schock. Also in Holland, man hat fast so viel berichtet wie in Deutschland. Also es war Top-Thema tagelang in den Hauptnachrichten. Diese Bilder sind um die Welt gegangen. Ein enthemmter Mob, sexuelle Übergriffe auf Frauen, Gewaltverbrechen und Chaos. Das Image der Stadt von der toleranten, weltoffenen Metropole, es hat Kratzer bekommen. Für den kommenden Jahreswechsel stellt sich Köln neu auf. 1500 Polizisten im Einsatz, mehr als 10-mal so viele wie im Vorjahr. Zusätzlich 600 Ordnungsamtmitarbeiter und private Sicherheitsleute. Mehr als 1 Million Euro wurde in Überwachungskameras, neue Technik und große Scheinwerfer investiert. Wir haben speziell hier im Schwerpunkt in Köln inzwischen eine komplett neue Kameraanlage installiert. Insgesamt 200 Kameras. Und wir haben auch bei unseren Teams im Streifeneinsatz sogenannte Bodycams im Einsatz, sodass wir insgesamt jetzt deutlich wesentlich moderner und flexibler aufgestellt sind. Denn die juristische Aufarbeitung bleibt schwierig. Das Material lässt sich nur schwer auswerten. Pixelige Bilder von Überwachungskameras, im Bahnhof eine Masse von Menschen, aus der sich die Täter kaum abheben. Notrufe damals berichten von jungen Männern, die klauen und Frauen belästigen. Auf einmal kommt da einer von hinten und packt mir halt in den Schritt. Und dann stand er auf einmal vor mir und hat das wieder gemacht. Ich habe geschrien und geweint. Also gleichzeitig. Eine neue Dimension von Kriminalität. Mehr als 1200 Anzeigen gehen ein. Aber nur 333 Beschuldigte können ermittelt werden. 87 wegen sexueller Nötigung. In 5 dieser Fälle kommt es zur Anklage. Nur 2 Beschuldigte werden verurteilt. Die Ermittlungen haben ergeben, es war keine organisierte Kriminalität. Die Täter haben spontan gehandelt. Deutschland hat sich durch Silvester in Köln verändert. Nordrhein-Westfalen beschließt, mehr Polizisten, Staatsanwälte und Richter einzustellen. Der Bund will straffällige Ausländer schneller ausweisen, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern machen. Für die Täter war das ja eine Art Festival. Die konnten tun und lassen, was sie wollen, nur sehr wenige davon wurden rechtlich belangt. Und in Köln wird man das wahrscheinlich jetzt nicht mehr wagen, nicht mehr in diesem Stil wagen, aber an anderen Orten vielleicht. Es gibt noch viele Orte, an denen Silvester gefeiert wird. Und da kann man nicht überall hunderte, tausende Polizeikräfte aufstellen. Allein in Nordrhein-Westfalen werden zum Jahreswechsel 11 Einsatzhundertschaften Dienst haben, 4 davon in Köln. Rund um den Dom und den Hauptbahnhof entsteht eine Sperrzone, in der Feuerwerk nicht erlaubt ist. Die Verantwortlichen hoffen, die Besucher mit Licht- und Klanginstallationen trotzdem zum Feiern zu bewegen. Die Welt wird wieder nach Köln blicken und beobachten, ob Silvester dieses Jahr friedlich gefeiert wird. Im Syrienkrieg steht die umkämpfte Stadt Aleppo offenbar kurz vor der Rückeroberung durch die syrische Armee von Präsident Assad. Damit beginnt die Nachricht mit Jens Riva. Inzwischen sollen die Rebellengruppen mehr als 90% der von ihnen bisher gehaltenen Gebiete im Ostteil Aleppos verloren haben. Die syrische Armee spricht sogar von 98%. Vor einem Monat hatte die Armee mit Unterstützung durch russische Luftangriffe eine Großoffensive begonnen. Zehntausende von Zivilisten fliehen vor den Kämpfen aus dem Stadtzentrum. Viele andere sollen noch eingeschlossen sein. In New York ist der Portugiese Guterres als neuer Generalsekretär der Vereinten Nationen vereidigt worden. Im Januar wird er die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Ban übernehmen, der 10 Jahre lang an der Spitze der Weltorganisation stand. Guterres war von 1995 bis 2002 Premierminister in Portugal. Danach leitete er bis 2015 als Hochkommissar das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.
In Rumänien haben die Sozialdemokraten die Parlamentswahl klar gewonnen. Die Partei errang mit ihrem Vorsitzenden Dragnea mehr als 45% der Stimmen und könnte damit nach gut einem Jahr an die Regierung zurückkehren. Unklar ist, ob Dragnea mit der Regierungsbildung beauftragt wird, da er wegen Wahlmanipulationen vorbestraft ist. Rumänien war zuletzt von einer Übergangsregierung aus parteilosen Fachleuten geführt worden. Die EU beobachtet die jüngsten Entwicklungen nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei mit Sorge. Vor allem durch das Vorgehen gegen Oppositionelle sehen sich jene bestätigt, die die EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara auf Eis legen wollen. Bei ihrer heutigen Konferenz in Brüssel haben die Außenminister der Mitgliedstaaten erneut darüber diskutiert. Schlussstrich oder weiter so? Es hängt derzeit in Brüssel ein bisschen davon ab, wo man fragt, welche Antwort man in Sachen Türkei bekommt. Auf den Fluren ohne Kamera ist Frustration zu spüren, öffentlich aber überwiegt Besonnenheit, schlicht weil die Türkei ein wichtiger Partner sei. Deshalb bin ich jetzt nicht für ein Signal, die Gespräche einfach abzubrechen. Sehr wohl aber dafür, dass man, was an den innenpolitischen Verhältnissen in der Türkei kritikwürdig ist, auch zu kritisieren. Dass Steinmeier die Tür nicht zuschlagen will, hat mehrere Gründe. Zum einen will er weiter Einfluss auf die Türkei behalten, etwa in Sachen Todesstrafe. Und er fürchtet um die Friedensgespräche auf Zypern, an denen die Türkei beteiligt ist. Österreich hingegen findet, die Beitrittsgespräche müssten eingefroren werden. Es gehe um die Selbstachtung der EU. Solange offiziell verhandelt wird, bezahlt der europäische Steuerzahler jedes Jahr hunderte Millionen Euro an Annäherungsunterstützung an die Türkei. Das zu ändern, dafür gibt es im Rat der Außenminister wohl so schnell keine offizielle Mehrheit. Anders als auf den Fluren, ohne Kameras. Der Doppelanschlag in Istanbul vom Samstagabend hat, so wissen wir heute, 44 Menschen das Leben gekostet. Er galt Polizisten. Polizisten als Vertretern des Staates. Und um den zu treffen, haben sich die Täter, eine Splittergruppe der PKK, diesen Zeitpunkt offenbar gezielt ausgesucht. Denn die türkische Regierungspartei AKP hatte gerade den Entwurf für eine Verfassungsänderung ins Parlament eingebracht, um Präsident Erdogan mehr Macht zu garantieren. Noch Stunden vor dem Anschlag sprach Erdogan von einer neuen Ära für die Türkei. Doch viele derer, die auch heute wieder verhaftet wurden, fürchten, dass mit der Geburt dieser neuen Ära die Demokratie ein Stück weiter zu Grabe getragen wird. Oliver Mayrüth. Fußballfans des Vereins Beşiktaş am Ort des Terrors. Märtyrer sterben nicht und Tod der PKK rufen sie. Der Ärger über die Anschläge vom Samstag neben ihrem Stadion ist groß. Die PKK-Splittergruppe TAK hat sich zu den Bomben bekannt. Hintergrund ist offenbar die Lage der Kurden im Südosten der Türkei. Nach mehr als 40 Toten herrscht in Istanbul vor allem Trauer, Wut, aber auch Angst. Den ganzen Tag über kommen Menschen zum Stadion, um der Opfer zu gedenken. Ich habe zwei Kinder. Jeden Tag, wenn sie das Haus verlassen, verabschieden wir uns so, als ob es das letzte Mal sein könnte. Der Terror hat ein schreckliches Ausmaß angenommen. Auch Staatspräsident Erdogan kommt am Nachmittag zum Anschlagsort. Später fordert er Polizisten auf, mit aller Härte gegen Terroristen vorzugehen. Die Bomben vom Samstag stärken den nationalen Zusammenhalt der Türken gegen die PKK. Mesut Yılmaz war vor der Erdogan-Regierung dreimal Ministerpräsident und beobachtet den Kurs des Staatspräsidenten. Er teilt Erdogans Kritik an Demonstrationen von PKK-Anhängern in Europa, denn auch dort gilt die Kurdenmiliz als Terrororganisation. Es ist für uns völlig unverständlich, dass die Aktivisten der PKK in europäischen Städten offensichtlich demonstrieren und Propaganda betreiben können. Als Reaktion auf den Terror vom Samstag nehmen türkische Sicherheitskräfte mehr als 100 Funktionäre und Mandatsträger der Oppositionspartei HDP fest. Sie selbst bezeichnen sich als pro-kurdisch. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Unterstützung der terroristischen PKK vor. Yılmaz sagt, HDP-Politiker würden sich nicht ausreichend von der PKK distanzieren. In einem Punkt widerspricht er der Regierung jedoch deutlich. Erdogans Ankündigung, die Todesstrafe wieder einzuführen, hält Yılmaz für grundfalsch. Ich bin der Meinung, dass ein Land
der die Todesstrafe durchführt, keinen Platz in Europa hat. Käme es zu einer Trennung zwischen der Türkei und Europa, würde dies beiden Seiten wirtschaftlich, kulturell und politisch schaden, so Yilmaz. Doch immer mehr Türken fordern nach der Ankündigung Erdogans und nach vielen Terroranschlägen die Todesstrafe. Die Rufe der Fußballfans, Tod der PKK, dürften also durchaus ernst gemeint sein. Blicken wir nach Nigeria, ein ebenfalls von Terroranschlägen schwer verwundetes Land. Eine seiner größten Narben wird Nigeria wohl aber von jenem Verbrechen davontragen, das vor mehr als 2,5 Jahren Menschen auf der ganzen Welt schockierte. Terroristen der islamistischen Sekte Boko Haram verschleppten 276 Mädchen. Über 150 sind noch immer in den Händen dieser Terrorgruppe, die die jungen Frauen zwingt, nach ihren Vorstellungen zu leben und manchmal sogar zu sterben. So haben sich gestern in der nordnigerianischen Stadt Maiduguri 2 Mädchen im Alter von 7 und 8 Jahren in die Luft gesprengt. Die Frauen, die Boko Haram entkommen konnten und nun in der Stadt in einem Frauenhaus leben, werden von den Behörden scharf beobachtet. Sabine Boland war dort. Unvorstellbares hat die alte Dame erlitten. Wie die anderen Frauen hier ist sie vom nigerianischen Militär aus Gefangenschaft bei der Terrorgruppe Boko Haram befreit worden. Jetzt dürfen sie zurück in ihre Dörfer, aber dort ist alles zerstört. Manche der jungen Frauen bleiben in diesem Frauenhaus in Maiduguri. Die Regierung des Bundesstaates Borno hat es eingerichtet zum Schutz der Terroropfer. Sie wurden mit Boko Haram-Kämpfern zwangsverheiratet, vergewaltigt, haben Kinder bekommen. Sarah und Aisha haben das Erlebte ausgeblendet. Ich habe die Männer nicht in meinem Herzen. Ich kann mich nicht an sie erinnern. Ich lebe einfach mein Leben. Ich denke nicht zurück. Es ist Teil meines Schicksals. Ich weiß noch nicht, was ich meinen Kindern über ihren Vater erzählen werde, aber sie werden sicher alles erfahren, wenn Frieden ist. Wahrscheinlich bevor ich überhaupt in der Lage bin, mit ihnen darüber zu reden. Im Frauenhaus bekommen sie eine kleine Ausbildung, lernen nähen oder Seife machen und werden psychologisch betreut. Aber können sie jemals vergessen? Vergewaltigung? Krieg? Die Familienbeauftragte des Bundesstaates nimmt das leicht. Warum sollen sie kein normales Leben führen? Das sind ja Menschen. Sie bleiben 3-4 Monate hier und kehren in ihr früheres Leben zurück. Kein Problem. Wenn es so einfach wäre. Die jungen Frauen werden gut versorgt, aber auch beobachtet. Die Regierung fürchtet, dass sie von Boko Haram radikalisiert wurden. Sie sind nie zur Schule gegangen. Viele sind von den Islamisten zu Selbstmordattentäterinnen ausgebildet worden. Sie sollen sich auf Märkten in die Luft sprengen. Die Mädchen hier haben großes Glück, dass sie noch leben, aber sie haben Gehirnwäsche hinter sich. Die Frauen werden im Schutzhaus bewacht und dürfen nicht raus. Zu groß ist die Angst, dass sie doch noch Kontakte zu den Terroristen haben. Eigentlich schien die Stadt Maiduguri wieder sicher. Doch kürzlich gab es mehrere tödliche Selbstmordanschläge, ausgeführt von jungen Frauen wie Aisha oder Sarah. Ich würde so gern meine Mutter sehen. Sie ist in einem Flüchtlingslager hier in Maiduguri. Es würde mich wirklich trösten, bei ihr zu sein. Dort gehöre ich hin, nicht hierher. Erst muss sie lernen, mit der Gewalt zu leben, die ihr angetan wurde. Und die nigerianische Gesellschaft muss lernen, sie und tausende anderer traumatisierter Frauen zu akzeptieren. Ein langer, weiter Weg. Zurück nach Deutschland. Die Behörden beobachten mit Sorge, dass Salafisten in Deutschland verstärkt versuchen, Menschen zu missionieren und damit von radikalen Ideen zu überzeugen. Noch einmal Jens Riewer. Religiöse Organisationen aus Saudi-Arabien und den Golfstaaten Katar und Kuwait stehen im Verdacht, deutsche Salafisten zu unterstützen. Zu diesem Ergebnis kommen nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Dienste befürchten demnach, dass durch Missionierung die bereits fast 10.000 Personen umfassende Salafisten-Szene noch weiter anwachsen könnte. Bahnreisende müssen zu Weihnachten und Silvester keine Streiks mehr befürchten. Die Gewerkschaft EVG und die Deutsche Bahn haben sich am Abend auf einen Tarifvertrag geeinigt. Die EVG hatte zuvor mit Warnstreiks noch in dieser Woche gedroht.
Die Bahnbeschäftigten erhalten nun zum 1. April 2017 2,5% mehr Geld sowie eine Einmalzahlung von 550 Euro. Mit der Lokführergewerkschaft GDL gibt es hingegen noch keine Einigung. Diese hatte allerdings einen Streik für dieses Jahr ausgeschlossen. An den Aktienmärkten hat sich der Höhenflug der vergangenen Woche deutlich abgeschwächt. Dafür ist der Ölmarkt heute wieder stark in Bewegung. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Seit sich die Organisation Erdöl exportierender Länder, die OPEC, vor kurzem darauf geeinigt hat, nach Jahren die Fördermengen etwas zu reduzieren, steigt der Preis für ein Fass Öl. Nun haben sich am Wochenende auch jene Staaten, die nicht in der OPEC organisiert sind, bereit erklärt, weniger Öl zu fördern. So steigt der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent weiter an. Heute um 3% auf nunmehr $55,63. Das ist der höchste Stand des Jahres. Seitdem die OPEC Ende November beschlossen hat, weniger zu fördern, ging der Ölpreis um 20% nach oben. Das bedeutet, die Zeiten des ganz billigen Heizöls und preiswerten Tankens neigen sich dem Ende zu. Trotzdem, angesichts der politischen Krisen auf der Welt ist Öl immer noch sehr günstig und weit, weit von den Höchstständen entfernt, als mehr als $100 für ein Fass zu bezahlen waren. Auch der Umwelt tut ein höherer Ölpreis gut, denn damit steigt der Anreiz, weniger Öl zu verbrauchen. Die Börsendaten: Der DAX sank leicht um 0,1% auf 11.190 Punkte. Der Dow Jones schloss in New York mit 19.796 Punkten, ein Plus von 0,2%. Der Deutsche Lehrerverband beklagt eine Inflation guter Schulnoten. Verbandspräsident Kraus sprach in der Bild-Zeitung von einem Problem in mehreren Bundesländern. So habe sich etwa in Berlin die Zahl der Abiturzeugnisse mit einem Notendurchschnitt von 1,0 in den vergangenen 10 Jahren vervierzehnfacht. Dies deutet nicht auf eine Verbesserung der Schüler hin, sondern auf ein Nachlassen der Anforderungen. Im schweizerischen Lyon ist heute die nächste Runde der europäischen Fußballvereinswettbewerbe ausgelost worden. Im Achtelfinale der Champions League trifft Bayern München auf den Londoner Club FC Arsenal. Benfica Lissabon ist der Gegner von Borussia Dortmund. Bayer Leverkusen muss gegen den Vorjahresfinalisten Atletico Madrid antreten. In der Runde der letzten 32 der Europa League spielt Borussia Mönchengladbach gegen den AC Florenz. Und Schalke 04 hat es mit dem griechischen Club PAOK Saloniki zu tun. In den deutschen Weihnachtspostämtern treffen in diesem Jahr viele Wunschzettel von Kindern ein, auf denen steht: Ich wünsche mir Schnee. Sven Plöger, und nun? Ja, die Kinder haben ja recht und ich bin auch irgendwie großes Kind und wünsche mir auch immer Schnee, nur es kommt keiner. Wir müssen noch warten, ich sammle die Zettel ein, lege sie auf einen großen Stapel und irgendwann setze ich es dann auch um oder helfe zumindest bei der Umsetzung. Was auch interessant ist, es geht wieder bergauf. Heute war der früheste Sonnenuntergang, Beispiel Kassel, 16.13 Uhr und wir wollen es genau haben und 53 Sekunden. Der späteste Sonnenaufgang ist aber erst am 30. Dezember um 8.26 Uhr und dann 51 Sekunden und genau in der Mitte ist der kürzeste Tag. Das ist der 21. Dezember, der Winteranfang. Und dieses Nicht-Symmetrische hängt zusammen mit der berühmten Zeitgleichung, die nämlich dafür sorgt, dass der Mittagshöchststand der Sonne sich derzeit langsam nach hinten verschiebt. Das ist jetzt die Aufgabe zum Nachdenken. Und ich schaue in die kommende Nacht hinein, wo später im Westen Tropfen ankommt. Dann von Niedersachsen runter bis Bayern immer noch ein bisschen Nieselregen fällt. Schneefallgrenze im Erzgebirge 600 Meter. Wenn es dann in Bayern teilweise aufhört mit dem Nieseln, dann gehen die Temperaturen unter Null. Dann besteht Glätte. Gefahr am Alpenrand bis minus 6, im Osten an Oder und Neiße bis minus 5, im Westen hingegen plus 4 Grad. Der morgige Vormittag gestaltet sich wolkenreich zumeist im Land, im Süden öfter der Nebel. Oberhalb des Nebels allerdings, oberhalb etwa 800 Metern, ist es teils sonnig. Bleibt auch nachmittags recht freundlich, abgesehen vom Nebel eh sonnig. Sonst viele Wolken, immer wieder Regen, das freundlichste Wetter im Osten. Die Temperaturen erreichen dann Werte zwischen 4 und 9 Grad, bei Dauernebel am Bodensee minus 2. Und die Aussichten zeigen am Mittwoch auch wenig Änderung, dann sogar bis 11 Grad. Und am Donnerstag gibt es ein bisschen mehr Sonne. Im Westen 10, im Osten allerdings nur 0 Grad. Und um den Kreis zu schließen, Karen, morgen ist es also ein Bruchteil einer Sekunde länger hell als heute. Ich denke immer noch nach, bin aber schwer beeindruckt. Danke, Sven Plöger. Und wir verabschieden uns mit einem Bild, das trotz Sonnenlicht zum rau-rostigen Wetter passt. Auf der Insel Rügen saßen im November 1990 die Fischer und diese Frau. Und diese Frau hatte damals einen Wunsch: Ich will in den Bundestag.
Das hat sie allemal geschafft. Angela Merkel, die Unerwartete, heißt der herausragende Dokumentarfilm, der jetzt gleich noch sehr viel mehr aus dem Leben der Bundeskanzlerin zeigt und den ich Ihnen sehr empfehle. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich heute um 0:15 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.